Ich habe mich dann gestern auch nicht mehr so viel bewegt, muss ich sagen. Ich war Couchbett, so das war eigentlich so, was ich noch geschafft habe. Careful who you cross, careful who you test. Give me your worst and you'll get my best. Andererseits, für einen Tag nach dem 40er ist ganz in Ordnung. Renato arbeite ich ja erst seit Anfang des Jahres zusammen, deswegen ist er ja immer noch relativ viel neu für mich und ich versuche die Zeit so gut ich kann zu nutzen, mich in sein Training, in seine Trainingsphilosophie reinzufuchsen und einfach zu versuchen, meinen Körper auch daran zu gewöhnen. Ich meine, sowas wie gestern, ich meine, wenn wir heute aufnehmen oder wenn das irgendwann rauskommt, gestern war der 40er, den vielleicht der eine oder andere auf Instagram gesehen hat, der 40er in 3,11er Schnitt, dementsprechend gut fühle ich mich heute, aber ich glaube, das ist auch so ein Prozess, den Körper an solche neuen Reize zu gewöhnen, vor allem wenn du dann 12 Jahre lang ein System gewohnt warst, das glaube ich was, wo vielleicht nochmal ein paar Prozente für mich auch drin liegen können und deswegen heute relativ entspannter Tag. Haben heute schöne, gemütliche, na nicht ganz eine Stunde, aber 15 Kilometer mal gemacht. Die waren erstaunlich okay noch mit 3,53. Habe ich schlimmer erwartet. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Mobilität, ein bisschen Koordinationsübungen, auflockern, vielleicht sogar ein, zwei Steigungen, falls ich das irgendwie noch hinkriege. Und dann freue ich mich aber auf ein Physio nachher. I'm shocked they took out the time to send me a letter back. Cause the music was pretty whack. I kept it still all intact. I bet it matter of fact. Few years later, Rockets 50 said they'll put us on the map. It ain't crack like that. I thought we finally made it, dropping projects back to back. Talking to Syntax, I was honestly confused why they were putting out the records that they chose to. Now it's like breaks over, we dropped a song a week. I learned so much from hanging with the guys over at Reach. But Lecrae was clear that we were waiting. Wenn es ein Feedback gibt, muss immer dann auf die jeweilige Trainingssituation oder Phase also ein bisschen abgestimmt sein. Und je nach Trainingsphase entstehen halt in bestimmten Teilbereichen, sag jetzt mal, also erhöhte Behandlungsrelevanz, wie es sonst der Fall ist. Von dem her, nee, also richtet sich das schon immer nach seinem körperlichen Befinden. Das ist jetzt so ein bisschen was anderes wie bei den Fußballern, klar, die fragt man auch, aber die haben halt immer so ihre Dauerbaustellen, sage ich jetzt mal. Und beim Philipp ist schon, also in den hohen Trainings- oder Umfangswochen ist es schon so, dass da vor allem natürlich auch das ganze Atemsystem, also respiratorische System, Zwergfell, ganzen Atemhilfsmuskeln, dass das schon auch auf jeden Fall Behandlungsbedarf mit sich bringt. Heute sagt man sich, ach komm, vielleicht mal eine Einheit weglassen, ist vielleicht doch nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, es ist halt, dass du leise geworden bist. Ja, es kommt langsam. Ich warte schon auf ein paar graue Haare auch, damit man das auch nach außen so zeigen kann. Aber ich sag mal, mit Mitte 20 oder Anfang 20 sowieso nicht, da hast du einfach einen Trainingsplan runtertrainiert, das hast du auch schon dafür gemacht, natürlich auch immer versucht alles über zu erfüllen. Never
never got to see the vision. But it's cool, I'm grateful for all the wisdom. And if you never really got this vision, it's cool, it's never really my decision. Das war heute ein kleiner Einblick in, ja, wie so ein Trainingstag bei mir aussieht, zumindest mal ein Vormittag. Was man sonst noch so macht, und ich glaube, wenn es euch gefällt, lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren. Dann werden wir schauen, dass wir das in den nächsten Monaten ja, ein bisschen häufiger vielleicht machen und noch ein paar mehr Einblicke gewähren. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, like, subscribed und so weiter. Ihr wisst schon, was zu machen ist. Und würde uns freuen, und dann begleitet mich gerne auf dem Weg ins nächste Jahr und vielleicht auch nach Tokio.